Na, Hausaufgaben schon gemacht? Hä? Hi, ich bin Kevin von KT Play Games und ihr schaut jetzt Scene Talk. Ja, heute geht es um das Thema Hausaufgaben und was für ein Typ Hausaufgaben man war. War man der Typ, der es wirklich geschafft hat, immer die Hausaufgaben zum nächsten Tag zu machen? Oder hat man sich eher gedacht, hey, das kann ich immer noch im Bus machen oder vom Nachbarn abschreiben? Oder? Okay, erzähl. Also ich mache das eigentlich eher so im Unterricht direkt. Also zu Hause schaffe ich es eigentlich nicht, weil ich habe da irgendwie wenig Zeit. Und im Bus ist ziemlich unpraktisch, weil ich fahre nur 5 bis 10 Minuten. Und wie war das so bei dir damals? Naja, also ich habe am Anfang noch, also man kennt das ja, am Anfang ist man auch so super motiviert, auch in der Grundschule und sowas. Und dann denkt man so, ah ja, ich mach das. Und hier, ich. Ja, dann darf ich vorlesen? Ja, und dann irgendwann ist es halt nur noch so ein Laster, was man hat, wo man dann so denkt, ey, das kann ich ja immer noch. Manchmal wird doch gar nicht kontrolliert, das ist aber das Größte. Man bekommt Batzen Hausaufgaben auf und dann kontrolliert man. Boah, ey, unser Lehrer, ne, der verschiebt immer alles, ey. Alle haben voll Panik und so und dann sagt er immer Freestyle und so. Dann verschiebt er das auf nächste Woche und so. Und dann, wenn wir das dann wieder haben sollen nächste Woche, dann sagt er wieder, ja, wir machen wieder Freestyle, ihr dürft machen, was ihr wollt. Ja. Freestyle? Also ich glaube, das Vokabular hatten meine Lehrer alle nicht. Wir machen jetzt ein bisschen Freestyle. Ja, also entweder gab es was auf die Finger oder nee, ganz so. Lang ist es auch noch nicht her. Also die geschlagen haben die nie. Ja, also. Aber was Hausaufgaben angeht, war ich echt, habe ich dann auch immer gedacht, ja, das kann man auch immer noch im Bus machen. Ich habe manchmal so 20 Minuten Busfahrt gehabt, wobei ich dann auch gar keinen Bock hatte im Bus. Ne? Meistens, ich habe ja auch am Bergischen da. Ja, es war auch so laut und dann war es auch so kalt und ungemütlich und so eng. Und Busfahrt war ja, das ist auch immer ein eigenes Thema für sich. Es war generell auch immer, also hammerhart war das. Ja, aber wie gesagt, Hausaufgaben habe ich auch nicht. Ich war eigentlich auch einer der faulen Fraktionen. Habe es dann eher versucht, mit Sympathie gegenüber dem Lehrer wieder rauszuhauen. Das heißt, ich war so eine Mischung aus Schleimbolzen und vorlauter Drecksack. Und was auch immer so nach den Ferien ist, dann nimmt man sich immer so vor, halt so voll, also wie er schon gesagt hat, motivieren und so, dass man dann das auch wirklich ändern will. Ja, ich mache jetzt jeden Tag Hausaufgaben, ich werde nur noch Einsen schreiben und so. Dann schafft man das vielleicht eine Woche oder so, aber dann ist das auch wieder voll abgekackt. Man kann echt gar nichts mehr dann, ach, scheiß drauf, mache ich demnächst. Also wie mit Vorsätzen fürs neue Jahr. Ja, genau. Also, man macht das dann irgendwann und jetzt, komm. Nee, komm. Wir müssen ja, manchmal sind Hausaufgaben ja auch ganz cool. Nur man darf es halt nicht immer Hausaufgaben nennen. Ne? Das ist echt, das ist so eine totale Bremse, sowas wie so ein Upturner. Was war denn so dein Lieblingsfach, wo du gerne Hausaufgaben gemacht hast? Also es war Englisch, fand ich immer ganz cool, weil da hat man ab und zu so auf, ja, Dialoge zu schreiben. Und Deutsch, da kam es aber immer aufs Thema an, aber es gab auch einmal das Thema Satire, da bin ich richtig aufgegangen. ja, und was war noch? Also Mathe war so ein absolutes No-Go, ja, bei mir. Genau, ja. Also ging gar nicht und ich bin jetzt immer noch voll der Analphabet, was Mathe angeht. Also mit einer, ja, das muss ja einem Sinn, versuch's mal mit Dreisatz. Was? Ach ja, Dreisatz. Ja, also das ist echt, geht gar nicht. Ja. Das hatte ich ja bei den Lieblingsfächer, diese Wahlpflichtfächer, kennst du die? Ja, ja, da habe ich auch noch, ja. Ja. Also so mit Englisch und so hatte ich jetzt gar keine Probleme, da mache ich auch gerne und das geht auch schnell, die Hausaufgaben, aber Mathe, da ist echt immer scheiße und dann bei unserer Lehrerin, da kann man auch meistens so, wenn man zum Beispiel einen Graphen zeichnen muss oder so, da kann man auch so alte Hausaufgaben zeigen und die merkt das nicht, weil das sieht dann halt so aus, aber die merkt das dann einfach nicht, weil, was ist da los? Was ist da los bei dir? Oh Gott, ich hoffe, die sieht das nicht. Ja, aber ey, ist ja alles in meinem Augenzwinkern zu betrachten, ne? Also hier, unser Torben. Ja, die war ganz nett. Ja, also wie gesagt, Hausaufgaben, ja, du hast ja auch hier ein Vokabelheft, guck ich mal gerade nach. Ja, eins, war das so, ach, das ist der Testheft. Oh, ja. Guck dir das an. Ich könnte es jetzt zeigen, aber ist ja hier, ah nee, da noch ganz frisch. Ich zeig mal, oh, das war eine 2, ne? Nee, das war eine 2. Hat sich die Lehrerin verschrieben, ja, hat er eigentlich eine 1 bekommen. Also erst eine 2, ah komm, weil es ist ja toll. Und immer mit so einem schönen Smiley. Und dann so einem schönen Smiley, hast du gut gemacht. Obwohl den Smiley jetzt auch schöner machen könnte. Das ist eine Lehrerin, ja? Ja, ja. Hey. Er hat es verdient. Er hat ja auch gelernt und Poverty, Facilities, Issue. Petition, du kannst das nicht aussprechen, habe ich recht. Thoughtful. ja, Englisch, tolles Fach. Also man nutzt es ja mehr als man nutzt es ja mehr denn je. Ne? Ich meine Big Mac, Fast Food. Ich meine, das ist ja sowas von etabliert. Englisch. Ich meine, denkt euch mal Sachen ohne Englisch. Scene Take ohne. Wie geht das denn? Ja. Könnt ihr mal übersetzen? Nee, warte, warum Titten?
Das heißt. Nein. Affenkriminalität. Apfelkriegbilder. Naja, klingt alles ziemlich scheiße. Nun ja, Hausaufgaben. Ja, es ist so ein Thema für sich. Für Arbeiten lernen ist ja manchmal auch die Hausaufgabe. Also, wie ist das so bei dir, so mit Arbeiten? Oder gibt es sowas? Also, letzte Zeit muss ich echt sagen, da ich lerne zwar irgendwie nie, aber die letzten Arbeiten waren echt gut und so. Und ich nehme mir das auch immer vor, wenn ihr sagt, ja, fangt man besser jetzt schon an zu lernen. Dann denke ich so, ja, mache ich jetzt mal, so morgen oder übermorgen. Und die schreiben dann 2 Wochen. Also mache ich dann irgendwie entweder den Abend davor oder 5 Minuten vorm Unterricht. Genau wie beim Vokabeltest. Und ja, man sieht, das bringt es echt irgendwie. Vor dem Test kurz zu lernen beim Vokabeltest, schreibe ich immer eine 1. Ja, Arbeiten ist generell auch immer, also man nimmt sich auch immer vor, vorher zu lernen. Das sind auch immer Hausaufgaben. Ja, heute gebe ich keine Hausaufgaben auf, aber Hausaufgaben ist Lernen. Alles klar, nichts auf. Ja, weil dann muss man ja nichts machen, weil das ist ja nur Lernen. Boah ey, und wenn unsere Lehrerin irgendwie irgendwas hinschreibt an die Tafel, ja, Hausaufgaben heute, nein, alle schreien die direkt an und so beleidigen die, das ist echt übel. Ich schreibe morgen die Arbeit, ey. Das ist dann echt so, weil... Ja, mit Langtag und ja. So. Ja, wir haben Langtag, ey. Ich weiß gar nicht, ich habe ja schon Fußballtraining, ey. Ja, dann kommt so eins zum anderen. Ja, aber ich war so, Lernen angeht, war ich auch mal sowas von faul, auch den Abend davor immer erst oder manchmal auch so 2 Tage, es kam halt drauf an. Was ich immer nicht leiden konnte, sind Mitschüler, die das so zelebriert haben, das Lernen, ja, die so richtig und sagen, ha, kannst du das schon, ey, geh mir nicht auf den Sack, ja. Die haben auch Lernkarten gemacht und zeigen mir dann auch in verschiedenen... Ich war nie so der Zelebrierer, ja. Ich meine, das hat natürlich auch, ich habe mir das, das jetzt weiß ich, eine geile Lernmethode war, ich hatte einen MP3-Player mit Mikro, ich habe mir das selbst aufgenommen und hab mich zugesüßt damit. Ich habe dann Abende damit verbracht, meinen eigenen Scheiß anzuhören und Dan auch früher immer gemacht und so und ja, keine Ahnung, damals, wo ich kleiner war und er halt dann immer Hausaufgaben machen musste und so, dann meinte der, ja, mach du das mal für mich oder so. Also der hat mich quasi gezwungen, seine Scheiße zu machen, obwohl ich es gar nicht konnte, weil der war auch ziemlich faul. Also ja. Ja, ein tolles Thema, aber ich sag das einfach mal, es wird Zeit für die Kekse der Wahrheit. Naja, gucken wir doch mal. Ja? So. Ach ja. Willst du anfangen? Ja. Okay. Was macht ihr morgens, nachdem ihr aufgestanden seid, immer als allererstes? Keine Ahnung, erstmal frühstücken halt, ne? Ja, frühstücken. Nein, ich hole mir keinen runter. Und das kommt später. Okay, alles klar. Fleischpeitsche oder Blutwurst? Also ich hab eher die Blutwurst. Meinst du, ich muss das erklären? Ich weiß nicht. Weißt du, was damit gemeint ist? Meinst du, ich muss mal kurz ja, so 61 Minuten sexmäßig erklären? Ich glaube, ja, jetzt erstmal 61 Minuten Sex könntest du jetzt besser erklären. Ja, aber ich sag jetzt mal, es gibt die Fleischpeitsche, die schon quasi zeigt, was da ist. Ja, da passiert nicht mehr viel. Das meinst du auch so weg oder was? Nein. Ja, wir reden von Penissen. Wir reden von Penissen. Also es gibt die Fleischpeitsche, den Fleischpenis. Ja? Da ist quasi schon, der ist schon fast fertig. Da wird nur noch mit Blut gefüllt und dann ist er hart. Dann ist er heiter bereit. Oh Gott, ey. Tut mir leid, Jan, wenn du das siehst. Oder Jana, ich weiß auch nicht. Dann gibt es die Blutwurst, die... und Mr. Vincent... Ja, dann gibt's die Blutwurst, die halt nicht so viel zeigt. Also man denkt erst so, naja, da passiert nicht mehr viel. Du meinst keine Wirkung so erstmal, also der ist steil. Der ist nicht präsent, der ist nicht einsatzbereit und da ist halt noch nicht so viel zu sehen. Da denkt man so, oh naja, ist halt eine normale Größe, ja. Und wenn der dann mit Blut gefüllt wird, meine Güte, deswegen heißt er auch. Ey, ich will jetzt nicht vom Thema abschweifen, aber deswegen ist eigentlich Inwuchs. Also, dass der Penis nach innen wächst, geht das? Das keine Ahnung, das ist wieder was für 61 Minuten Sex. Aber der Fakt ist es so, dass... Die Frage. Nein, das ist das... Vielleicht kann man eine Videoantwort machen, das wäre super. das ist aber de facto so, dass Blutpenisse nicht so den ersten... Also, man denkt, ach, naja... Und aber dann wird er mit Blut gefüllt und denkt so, oh ja, meine Fresse. Ja? Also, das sind so... Aber Fleischpenisse, da passiert nicht mehr viel. Da ist quasi schon... da sieht man schon quasi mehr als die halbe Miete. Und bei Blutpenissen sieht man nur die halbe Miete. Und dann... geht's los! Ja,
Ah ja, und ob ich einen habe? Ich habe einen Blutpenis. Jetzt wissen es alle.